Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Hunter Call of the Wild. Ich habe es ja versprochen, ich mache jetzt wieder verstärkt den Content über Call of the Wild. Und wir sind heute in Hirschfelden unterwegs. Beim letzten Mal, als ich gestreamt habe, Hirschfelden, hat die Map sich ja schon stark verbessert. Ich schaue heute mal rein und werde das natürlich wie immer bestätigen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Ja, let's go. Bis halt, ich habe die Map wirklich nicht oft gespielt. Aber jetzt seit dem Update im, lass mich lügen, Juli oder so, kann man, also seit dem Update, wo das hier dazu kam, ne, hier das schöne Waffenrad und die neue Map und so, ist Hirschfelden tatsächlich gut geworden, sehr gut geworden. Der sieht ja wirklich krass aus. Also, da müssen wir uns jetzt ranschleichen. Den nehmen wir mit auf jeden Fall. Ja, okay, okay, okay. Darauf haben wir gewartet. Ich hoffe, ich habe ihn gut getroffen. Es hat mir ein bisschen zu lange gedauert. Der Drop-Vorgang, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ich möchte nur kurz gucken, ob ich ihn auch wirklich... Das sieht mir nämlich gar nicht danach aus. Keine Organe. Leider nicht. Leider nicht. Ach, Silber. Ah, Wirbelsäule. Ich wusste es. Ach, Mann. Naja. Kommt trotzdem in den Discord. Also für YouTube nochmal, falls jemand die ganzen Abschlüsse aus den Streams oder den Videos sehen möchte. In der Videobeschreibung ist der Link zu meinem Discord-Kanal. Und in dem Discord-Kanal gibt es einen Channel, der nennt sich Erlegtes. Da darf nur ich was posten. Und da poste ich im Prinzip alle Abschlüsse aus den Streams und den Videos rein. Und im Channel Erlegtes Community dürft ihr gerne eure Abschlüsse präsentieren. Aus Way of the Hunter, aus Call of the Wild oder aus dem alten Hunter, wie auch immer. Es gibt natürlich auch so Channel, die nennen sich Geangeltes und Geangeltes Community. Da dürft ihr auch gerne eure ganzen Fische aus den Angelsimulatoren reinladen. Sehr, sehr gern. Schauen wir uns zusammen an. Ich freue mich drauf. Viel Spaß. Nichts zu sehen. Wahrscheinlich gerade nichts Trinkzeit. Ich weiß es nicht. Bin aber alles wieder vergessen, was ich in Call of the Wild jemals gelernt habe. Vor allem, wie die Map aufgeht. Lol. Die sind schon alarmiert. Knarre. Schießen. Eine silberne Gans, 5,5, sehr gut, sehr gut. Schön vorne in die Lunge rein. Auch eine silberne Gans, 5,7. Wie haben wir das da gemacht? In die Flügel getroffen, lol. Hey, sind so viele Vögel unterwegs, die verwirren mich immer. Das sind ganz eindeutig Vögel, die man nicht abschießen kann. Ich habe ihn getroffen, aber er fliegt weg. Ja, er droppt schön, aber er fliegt weg. Ist halt schwierig, den dann wiederzufinden. So, silberne Gans, Weibchen, Zweier, ja. Sehe dich noch nicht, Flux, genau. Der Flux. Wer kennt ihn nicht? Heb den Kopf. Schön. Psst, ich muss mal kurz. Ruhe. Oh ja, oh ja. So, silberner Rehbock. Schönes Ding. Top. Sind die überhaupt noch da? Lad nach, hier fällig's. Lad nach. LOL! Oh nö, Digga. Hör mal auf, dich zu drehen. Ein goldener Rothirsch. 194,8. Schön. Ein Siebener.
Der ist nur Silber, der 7, ne? 180,7. 182 ist Gold. Schade. Müssten wir demnächst mal wieder Munition nachladen. Da haben wir noch ungefähr 46 Schuss. Nicht so viel. Na, Baum. Arsch. Das war keine Beleidigung, sondern das, wo ich hingetroffen habe. Ja, den habe ich nicht gut getroffen. Also ich habe ihn getroffen. Ja, auch schon beim ersten Mal. Aber leider keine Organe. Hm. Ja, kein lebenswichtiges Organ getroffen, weil ich beim ersten Mal zu weit vorgezielt habe. Also 20 cm, 10 cm nach hinten hätte ich die Lunge getroffen. Aber ein schöner Orangener. Der wäre Gold gewesen. Der wäre Gold gewesen. So. Da bist du ja. 100 Meter. Ja, easy peasy. Da ist eine sehr gute Gans dabei. Weg. Hey, runter, komm schon. Frei runter, ja. Ja, 6er Hirsch, 173,1. Schön. Von hier oben habe ich auf den Rothirsch geschossen. Genau. Dann habe ich da, muss ich die Gans geschossen haben. Glaube ich. Also ich finde hier keine Spuren von da, wo ich das Tier geschossen habe. Ich finde die Gans nicht wieder. Ja, keine Ahnung. Die Gans nicht wieder. Ist immer echt schwer, wenn die weglaufen, sage ich schon, wenn die wegfliegen. Ah, guck mal. Hier habe ich die zuletzt gesehen, die Kanada-Gans. Da liegt sie, da ist die Gans. Oh, ich habe sie doch wieder gefunden. Top. Oh, Mann. So, drückt mir die Daumen. Diamant! Sehr gut. Ganz in dir. Ey, das gibt's doch nicht. Jede Session, die ich in letzter Zeit gespielt habe, zu Call of the Wild, ist einfach Diamant gewesen. Also irgendein Tier war immer Diamant. Ist krass. 8,7, 8,59 ist Diamant. 8,7 haben wir geschossen. Die männliche Kanada-Gans. Sehr gut in Diamant. Schönes Ding. Habe ich ihn wirklich getroffen? Habe ich ihn wirklich getroffen? Und habe ich ihn erschossen durch den Busch? Nein. Wirklich? Lol. Also, Map sagt ja. Und da liegt er im Dreck. Ja doch. Sauberer Schuss durch den Busch. Schönes Ding. Silber. Silberner Fuchs. Dunkelrot. 10,03 wäre Gold gewesen. Ah, Mist. Naja, egal. Ich glaube, das war ein Hals-Nasen-Ohren-Schuss. Ich bin heute wirklich gut eingeschossen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich bin gut eingeschossen heute. Ja, Silber. Ja, sehr gut. Genau das meine ich da halt damit, ne? Genau schön mittig getroffen. Einmal knapp über den Rücken drüber. Hier in dieser Rille flog die Kugel bis da rein. Eigentlich könnten die in Hirschfäden auch mal Wölfe mit reinbringen, oder?
Also in Deutschland gibt es ja jetzt auch Wölfe. Also die sind zwar nicht zu jagen, aber theoretisch könnten die vom Bestand her... Falsche Waffe, aber er beruhigt sich. Muss nachladen. Komm schon. Schon wieder. Ein silberner Fuchs. Ich finde die Farbe Orange sehr, sehr hübsch. Auf jeden Fall haben wir Doppelunge getroffen. Legen sich hin. Ist nicht gut. Also, klar, die sind entspannt, aber das ist schon gut. Aber ich kann sie halt nicht schießen. Ja, da. 250. Kein Schwein getroffen. Jetzt. Das war ein guter Treffer. Der war okay. Ja, was heißt gut? Der war okay. Weiß nicht, ob ich wirklich so oft getroffen habe, wie ich drauf geschossen habe. So, der ist auf jeden Fall Silber. Der erste ging in den Muskelmagen und der zweite dann hat die Lunge auch mit angeschnitten. Schön. Nee, Gold. Oh, toll. Schön. So, hervorragender Herztreffer. Ah, sehr gut. Leider nur Silber. Der Bursche, gerade auch so. Also das Geweih ist noch sehr, sehr klein. In Way of the Hunter hätte ich gesagt, ja, den lassen wir noch laufen. Er ist auch so ein bisschen unikat, ne? Also die eine Seite ist deutlich größer als die andere. Hm. Ja, das war's auch schon wieder mit dieser kleinen, aber feinen Folge. The Hunter Call of the Wild hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, die Dia-Reihe hält einfach an. Wir haben noch eine Kanada-Gans in Diamant geschossen. Sehr random schon wieder, aber mega geil. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.